Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Der Parkplatz ist voll, der Laden auch. Oh Gott, der Müll. Weg damit. Alles gut, sobald der im Müllsack ist, stinkt der erstmal nicht. Also wir müssen den nicht direkt wieder rausbringen. Das ist prinzipiell schon mal eine schöne Sache. Wir verkaufen Kippen. Da hat jemand aber, da hat die Lunge gepfiffen beim Herr. Was hat denn er für einen Bart? Zweifarbig, auch geil. Wird vielleicht der neue Trend. Man weiß es nicht. So, Officer. Noch ein bisschen was zu futtern für den Schichtdienst. Genau. Der Müll da vorne, der stinkt auch. Aber ich weiß gar nicht, wann ich es wegräumen soll. Wir müssen nur noch zwei Leute bedienen. Dann haben wir es geschafft. Geil. Komm. Zack. Bam. Mensch, das läuft heute aber auch mit dem Kassieren hier. Seht ihr das? So, der letzte Kunde. Dann haben wir es geschafft. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Trinkgeld erhalten. Bring die Tankstelle auf Level 3. Hinweis, du kannst die Herausforderungen in beliebiger Reihenfolge angehen. Nö, wir machen schon die Reihenfolge. Tanke auf die 3, ich bin mal gespannt. Und zack, direkt auch schon das nächste Popularitätslevel. Die Wurst hier drüben, die macht's mal wieder. Geil, Tankstelle auf Level 3 gleich. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Wir werden es gleich herausfinden. Sobald wir den Guten hier fertig bedient haben. Jo, ich weiß. Und schaut es euch doch nochmal an, wie schick das hier aussieht. So schön drin weiß gemalert. Ich würde ganz gerne die Decke hier oben noch malern. So Leute, jetzt Tankstelle Level 3. Wie sieht's denn aus? 65 Liter plus noch. Wir müssen bald nochmal bestellen. Und, ach, kostet uns das jetzt Kohle? $700? Boah, Leute. Ja, aber ganz schön teurer Spaß hier. Was soll's? Bau die Bushaltestelle vor der Tankstelle wieder auf. Diese Aktion könnte direkte und unmittelbare Folgen haben. Sei bereit. Okay. Ich bin bereit. Beförderung. Ich weiß nicht genau, was es jetzt gebracht hat. Also an der Tanke selber hat sich gerade nichts geändert. Aber irgendwie können wir eine Bushaltestelle wieder aufbauen. Gucken wir uns gleich mal an. Kunde an Werkstatt auch noch. Ach Leute, ich will jetzt die Bushaltestelle machen. Wir können noch eine zweite Kraftstoffzapfsäule. Was für ein kompliziertes Wort. 250. Ja, wir haben gerade nicht ganz so viel, aber machen wir dann gleich. Und die Bushalte, nur $99. Mit der Renovierung der Bushalte signalisierst du den Fahrern, dass du bereit für ihre Fahrgäste bist. Sei aber vorsichtig, ein einziger Bus kann eine ordentliche Menschenmenge aufbringen. Ja, egal, kaufen. Jetzt kommen hier die Busse, vor allem steht schon direkt eine Bierflasche drauf. Auch geil. Ich würde zwar ganz gerne gerade die zweite Zapfsäule kaufen, aber wir müssen erstmal Kraftstoff bestellen, weil ohne das geht's natürlich nicht. 150 Liter... Bestellen wir. Kunde an Werkstatt und eine neue E-Mail. Also man muss sagen, am Anfang kamen echt viele Mails. Mittlerweile gibt der Onkel ein bisschen Ruhe. Bin ich jetzt nicht traurig drüber, weil es war am Anfang doch schon ein ganz schönes Gespamme. So, was denn kaputt? Ein Spiegel. Den mache ich dir natürlich gerne ganz. Und was haben wir noch? Ein Reifen. Oh, wir müssen auch Reifen bestellen, ne? Ui, was? Der Partyreifen. Mit dem werden sie viel Spaß haben auf der Autobahn. Der macht einfach immer so zwischendurch so ein paar Moves. Wirst du dann schon merken. Ah, wir müssen vor allem auch hier Werkstattteile unbedingt bestellen. Wir haben nichts mehr. Dann können wir hier gleich mal noch ein bisschen aufräumen. Denn in Kennys Werkstatt ist es immer ordentlich. Hinweis, ein Kundenzustrom ist ein zweischneidiges Schwert. Versuche so viel Gewinn wie möglich zu erzielen. Bediene alle Buskunden und warte, bis der Bus abfährt. Ah, muss ich da jetzt hinterlaufen oder kommen die jetzt hier rein? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ah, nein. Ach, verdammt. Oh, I didn't ask for this. Nein! Och man! Ey, wir verkacken es hier gerade echt ordentlich. Weil das lag doch schon im Korb. Warum ist denn das wieder rausgeflogen? Hä? Oh nein, die Aliens kommen! Leute, die Aliens kommen! Was ist denn hier los? Kommen die aus dem Bus? Ach du Scheiße! Oh Gott, wir müssen erstmal fix tanken. Ich hoffe, die räumen nicht den Laden aus. Seid ihr die Aliens, die hier vorne das Alien gesprüht haben? Oh, es ist wieder weg. Wieso das? Naja, egal. Leute, wir haben Stress. Alter Schwede, die Aliens, die tanzen hier im ganzen Laden rum. Die machen bestimmt ordentlich Dreck. Wir müssen uns beeilen. Ordentlich kassieren. Das wird der Umsatz unseres Lebens. Der Alien-Bus ist da. Geil gemacht. Ich feiere es wirklich sehr. Ach du Scheiße, guckt euch mal die Schlange an. Leute, zack, hier, die rauchen sogar die Aliens. Auch auf anderen Planeten hat Nikotin seine Liebhaber gefunden. Komm schon. Nein, ganz knappe Kiste. Aber die kaufen auch alle übelst viel. Na gut, die sind einmal hierher geflogen. Nimmt man sich natürlich ein bisschen Vorrat mit fürs nächste Sonnensystem.
Bitteschön, 72 Dollar, alter Schwede. Oh Gott, es hört gar nicht auf. Vor allem diese arme Kundin hier zwischendrin, die muss ich auch denken, was ist denn hier los? Ich weiß es auch nicht, gute Frau, ich bin etwas überfordert. Wir haben hier schon wieder, was? Kraftstofflieferung, ach Mist. Moment, wir müssen dem Elon erstmal fix aufmachen. Schuldige Elon. Oh, ja, oh Gott, hier, oh Gott, schaut euch das mal an. Oh nein, was ist denn hier los? Alles wegen den Aliens. Ja, beziehungsweise weil Elon nicht liefern konnte. Ist irgendwie doof gemacht, dass das genau im selben Weg ist, wie die Kunden die Tankstelle verlassen. Heißt, jedes Mal, wenn der die Bude auffüllt da vorne, ist hier Stau. Aber wir haben schon wieder 620 Dollar. Jo, bitte, mein Freund. Kommen Sie bald wieder. Gott, wir sind schon wieder, wir sind fast leer, ne? Wir müssen unbedingt bestellen. Die Sache ist, wir müssen alles bestellen. Autoteile bestellen, wir müssen hier Produkte bestellen. Ich wollte die zweite Zapfsäule noch kaufen. Das wird langsam hier ein bisschen viel. Er ist ja richtig geil. Jo, vor allem die haben richtig gute Laune, die Jungs. Das freut mich. So, letzter Kunde, Leute. Und dann müssen wir unbedingt mal bestellen. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt. So viel zum Thema, wir müssen bestellen. Hier sieht's aus, aber wir müssen erstmal in die Werkstatt. Dafür haben wir 804 Dollar jetzt verdient. Leute. Das hat sich richtig gelohnt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein paar Produkte bestellt. Wir konnten nicht allzu viel bestellen, weil wir ein begrenztes Lager haben. Das war mir vorher auch noch nicht bewusst. Hier hinten warten die Lieferungen. Die huben uns gleich. Ja. Ja. Warum kommen denn eigentlich zwei? Ach so, einmal Autoteile und einmal normale Produkte, die ich bestellt habe. Kann ich hier schon aufmachen bei dem? Kann ich mir das einfach hier schon rausmopsen? Guck mal, geht. Geil. Brauchst gar nicht reinfahren, mein Freund. Warte einfach in Zukunft draußen, da muss ich nicht immer das Lagertor aufmachen. Ich wollte mal gucken, ob wir das Lager erweitern können. Jetzt können wir gleich mal gucken. Hier haben wir nichts bestellt. Hier können wir alles reinhauen. Zack, da sieht es wieder ein bisschen hübscher aus. Hier auch. Alkohol habe ich auf jeden Fall auch bestellt. Sehr schön. Die Regale wieder ein bisschen voller. Werkstattlieferung war ja auch schon da. Und dann müssen wir mal den Anruf vom Onkel entgegennehmen. Hi, ich grüße Sie. Hä? Hä? Ah, ich hab... Nein! Ach, wie doof. Ich habe vergessen, die runterzulassen und hätte der jetzt noch den Reifen wechseln können. Ach, doof. Vergessen, die Olle runterzulassen. Jetzt hat die ewig gewartet und ist natürlich sauer. Gar keine Frage. Der Müll stinkt auch schon wieder. Weiß gar nicht, ob irgendein Spiel schon mal so viel Stress in mir ausgelöst hat. Also außer wenn man jetzt bei irgendwelchen Games so einen Timer hat, wo man in irgendeiner Zeit was schaffen muss, dann ist man natürlich mal kurz gestresst, aber das Ding schafft hier so einen Dauerstress. Manu, jetzt ist hier auch wieder unglücklich. Ja, komm, du kriegst was umsonst und regst dich auf, ey. Jetzt lasst uns mal ganz fix am Rechner gucken. Ich würde gerne was... Angestellte. Ah, es gibt also doch welche. Ich dachte es mir schon fast oder ich hab's gehofft, sagen wir es mal so. Hier, Kraftstoff-Zapfsäule. 250 Dollar. Kaufen wir jetzt. Ich mache mir damit zwar noch mehr Stress, aber auch mehr Umsatz, Leute. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind... Wir haben noch keine Zeitung, ne? Komm, wir kaufen einen Zeitungsständer. Wo packt man den hin? Ach, guck mal. Tankstelle Level 3. Hier hinten ist noch größer geworden. Fällt mir jetzt erst auf. Entschuldigung. Hat ein bisschen gedauert. Irgendwie wirkt es schräg. Egal. Jetzt müssen wir bloß noch Newspaper bestellen. Und da geht's schon wieder weiter. Schaut mal, wir haben Popularität Level 4, Tankstelle auf die 3. Wir haben jetzt noch Newspaper, wir haben eine zweite Zapfsäule und mit dem Onkel telefonieren wir gleich noch. Mal gucken, ob der wieder 5000 will in 3 Minuten. Ich hoffe nicht. Komm, wir gehen jetzt mal fix zur Telefonzelle. Ich habe zwar keinen Bock auf den Anruf, aber wir ziehen es uns jetzt einfach mal rein. Jawohl, es hat sich einmal gelohnt, mit dem Onkel zu telefonieren. Denn wir können uns jetzt anscheinend den ersten Angestellten verschaffen. Das wird auch langsam wirklich mal Zeit. Also er hat am Telefon nur gesagt, wie es denn war mit dem Partybus der Aliens und ob ich langsam etwas überfordert bin. Er kann mir empfehlen, jemanden anzustellen als Chef. Ein paar Befehle zu verteilen und so ist irgendwie ein ganz anderes Leben, als hier den ganzen Tag in der Tanke zu arbeiten. Das denke ich auch und deswegen machen wir das auch gleich noch in der Folge hier. Wir gucken mal. Wir müssen wohl irgendwie einen Wohnwagen kaufen. Ich weiß nicht, ob die gleich hier wohnen. Angestellten Wohnmobile, ein Wohnwagen und einige Gemeinschaftsräume für Angestellte, in denen sie während ihrer Arbeit auf der Tankstelle wohnen können. Es deckt alle Grundbedürfnisse ab. 249 Dollar. War doch ein Schnäppchen, jetzt können wir auch einstellen. Es gibt verschiedene Leute. Die Amelie. Was kann die Amelie? Tanken Level 2, die möchte 7,98 Euro, die hier drüben auch. Reinigung 2. Da will sie 6 Dollar für, da ist die Charlotte ein bisschen günstiger. Kasse ist sie wiederum günstiger und Reparatur ist sie wieder günstiger. Jetzt lasst mal überlegen, ich hätte eigentlich am liebsten jemanden an der Kasse.
Weil tanken und Werkstatt können wir prinzipiell selber machen, aber das ständige Kassieren, das frisst halt immer ganz schön viel Zeit. Und ich hoffe, dass die es auch ordentlich machen und nicht andauernd irgendwelche Produkte den Leuten umsonst mitgeben, so wie ich das immer mache. Deswegen wäre es mir lieber, wenn die an der Kasse günstiger ist, das ist die hier drüben. Und die hat halt auch alles auf Level 2, also auch mal reinigen und so. Komm, wir nehmen die hier, die Amelie. Wir belassen es erstmal bei... Boah, Alter, ich habe hier mal kurz eine Mitarbeiterin eingestellt. Direkt schon wieder eine Riesenschlange. Wir belassen es erstmal bei einer Mitarbeiterin, würde ich sagen. Wir müssen erstmal gucken, wie viel Kohle das verschluckt und wie viel es uns auch wirklich wieder reinholt. Und wenn das mit der alles ganz gut läuft, dann können wir uns vielleicht auch noch die Charlotte holen. Nochmal fix tanken. Also mit der zweiten Zapfsäule finde ich richtig cool, weil wir sehen, es funktioniert. Dann kommen nämlich auch einfach mehr Leute tanken. Und gerade mit dem Tanken verdienen wir halt auch noch ordentlich Schmodder. Es geht halt mega schnell. Dauert nur 3 Sekunden und wir verdienen damit ordentlich Geld. Ich habe noch keine Newspaper. Tut mir leid. Lasst uns mal ein paar Newspaper bestellen. Lieferung, Produkte, Zeitung. Warum auch immer die einen Kurs haben. Eine Zeitung werden doch auch in Amerika immer denselben Preis haben, oder? Ich weiß es nicht. Wir bestellen einfach mal davon was. Da sind wir bei 235. Und schaut mal, Lager schon wieder fast voll, ne? Nicht genügend Geld? Oh nein, wir haben nur $195. Das ist natürlich Mist. Eine Zeitung wieder raus. Wir müssen erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Ah, ich freue mich drauf. Wenn wir hier eine Mitarbeiterin haben, die sich den ganzen Tag um den Scheiß hier kümmert, dann haben wir echt ein bisschen mehr Zeit und können uns auch mal noch etwas detaillierter angucken, was wir alles noch so bauen können und erweitern können und so. So, wir haben jetzt mal kurz einen Moment Ruhe. Den würde ich auch gleich mal nutzen, um Folgenende zu machen. Es wird echt immer stressiger. Ich freue mich extrem sehr auf die Angestellte und hoffe einfach nur, dass die wieder ein bisschen Ruhe hier reinbringt, zumindest was mein Herz angeht. Übermorgen 17 Uhr geht's dann weiter. Schaltet bitte ein, würde mich sehr, sehr freuen. Like und Abo dalassen und dann sehen wir uns dann. Bis dahin, macht's gut.